Ja, wir haben für die Feiertage und fürs Wochenende erheblichen Sturm angesagt bekommen. Wir rechnen mit Orkanböen, wir rechnen mit Starkregen und auch eine Sturmflutwarnung haben wir bekommen mit bis zu 2 Meter über Normal. Das ist schon eine besondere Lage für die Weihnachtsfeiertage. Ja, wir haben natürlich immer mal wieder diese Wetterlagen. Zu der Jahreszeit jetzt, zu den Feiertagen, besonders zu den Weihnachtsfeiertagen, kann ich mich persönlich nicht daran erinnern, dass wir so eine Sturmvorhersage schon mal gehabt haben. Wir gehen aufgrund der Wettervorhersage schon davon aus, dass wir in den nächsten Tagen erneut viel zu tun haben werden. Wir haben bis jetzt schon deutlich über 400 Einsätze hier in der Stadt Norden gefahren und da werden in den nächsten Tagen sicherlich noch einige entwurzelte Bäume, abgebrochene Äste, vielleicht vollgelaufene Keller auf uns zukommen. Das ist die Lage, auf die wir uns derzeit einstellen. Die Feuerwehr ist immer auf den Einsatz vorbereitet. Nach dem Einsatz werden Geräte wieder fertig gemacht. Nichtsdestotrotz, wenn man eine solche akute Ankündigung von Sturmlagen hat, guckt man selbstverständlich nochmals über die Geräte drüber und stellt sicher, dass auch wirklich alles funktioniert und läuft. Ja, wir haben hier bei uns an der Küste immer wieder die Situation, dass abgestellte Fahrzeuge, PKWs im Hafenbereich uns Probleme bereiten. Wir rechnen damit, dass das Wasser über die Ufer treten wird, auf die Parkplätze und da dann nochmal der Aufruf an alle, doch bitte in Überflutungsgebieten ihre Fahrzeuge, PKWs nicht abzustellen.